Seekrauts. Moin Moin Seekrauts-Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seekrauts-Kanal zur Schiffsvorstellung der Icarus, T6 britischer Zerstörer mit den Live-Server-Daten vor allen Dingen. Und ja, lasst uns gleich loslegen. Kurz zur Geschichte: Kiellegung 1936 und Indienststellung am 3.5.37. Hat an vielen verschiedenen Operationen im Zweiten Weltkrieg teilgenommen. Ich möchte nur ein paar umreißen. Es war ein Schiff der I-Klasse. Es konnte als Minenleger umgerüstet werden, musste hinten den Torpedowerfer opfern, nahm dadurch dann an der Minensperre von Bödö teil, an der Schlacht von Narvik wurde teilgenommen. Operation Dynamo war sie daran beteiligt, die Evakuierung der Alliierten. Dann wurde sie 41 zum U-Boot-Jäger umgebaut, nahm auch teil als Begleitschiff bei der Jagd auf die Bismarck, wo die Hood versenkt wurde. Sie wurde da zurückgelassen, weil sie einfach dem Wetter nicht mehr standhalten konnte. Sie konnte nicht mehr schnell genug mit der Hood mitfahren. Die Hood war schneller als sie. Und das ist auch so ein bisschen ein Indikator für den fehlenden Motorboost. Nein, also wie gesagt, war überall beteiligt, auch bei der Landung in der Normandie sicherte sie quasi den Ärmelkanal mit, versenkte noch ein weiteres U-Boot, die U-1199. Also wirklich viele Sachen dabei gewesen. Sie hat den Krieg überlebt, wurde 46 dann außer Dienst gestellt und 47 dann abgewrackt. Wie wurde dieses Schiff jetzt in unserem Hobby hier, World of Warships von Wargaming, umgesetzt? Fangen wir gleich oben an. Die Trefferpunkte sind bei 12.100. Wir werden auch dieses Mal die Schiffe wieder miteinander vergleichen. Wir haben als Partnerschiffe, die wir hier zum Vergleich heranziehen, die Gallant und die Farragut gewählt. Gallant, ganz einfach, ähnliche Klasse, ähnlicher Aufbau. Wollen wir da mal vergleichen. Und die Farragut, ein typischer Gun-Idee der US-amerikanischen Navy. Und ja, ich denke, dass die ganz gut zum Vergleich herhalten kann. So, 12.100 Trefferpunkte haben wir bei der Icarus. Damit ist es der beste DD auf diesen Vergleichsschiffen. Ja, die Farragut hat L5 und die Gallant hat nur 12. Also von daher ist sie da leicht im Vorteil. So, kommen wir zur Hauptbatterie. Wir haben hier vier Türme, 120 mm, also jeweils ein Rohr pro Turm. Und haben dann eine Ladezeit von 5 Sekunden, Dauer der Kehre 18 Sekunden. Das ist bei der Gallant übrigens absolut identisch. Die Höchstschaden der Sprenggranaten 1700. Brandwahrscheinlichkeit ist hervorragend mit 8%. Und wir haben AP-Schaden mit 2100. Was kann man zu der Artillerie sagen? Auch wieder ein relativ hoher Schussbogen, aber eine gute Schussweite hier. Wir haben es hier schon gesehen, 11,6 Kilometer ist die best ausgebauteste Version, die ich euch hier immer wieder zeige. Ja, also immer mit den besten Varianten. Ja, die Gallant hat die gleichen Werte, allerdings kommt sie nur 10,2 Kilometer weit. Das heißt, da sind wir doch recht deutlich vorne an. 1,4 Kilometer liegen wir vor der Gallant in der Schussweite. Aber wir liegen hinter der Farragut, die kann nämlich 12,6 Kilometer weit schießen. Hat auch eine Sekunde weniger Nachladezeit und vor allen Dingen 6 Sekunden weniger Turmdrehzeit. Und das ist für mich so ein Punkt, wo ich echt sage, da sind wir dann doch schon wieder dahinter. Und da ist dann auch irgendwie das ist eben schwierig zu spielen mit, man muss auf viele Zerstörer achten, manche sind stärker, manche sind schwächer, man muss sich diese Werte so ein bisschen einprägen, ob man da eine Chance hat oder nicht, und dann kommt es viel auf das Stellungsspiel drauf an, ob man eben Breitseite zeigt oder nicht, ob man mehr Schaden nimmt oder nicht, also ja, ist schwierig zu fahren, gerade dann auch, wenn es dann in höhere Tierstufen geht, ne? Gegen T7, T8 Schiffe kommt man ja mit einem T6 Schiff, dann habt ihr eigentlich, müsst ihr euch eigentlich verkrümeln. Das Schiff ist absolut unbequem zu fahren in höheren Stufen, gerade weil ab T7 viele Zerstörer schon vorne die doppelte Laufanzahl haben, also Doppeltürme, Doppelrohre. Damit habt ihr, also die Jervis zum Beispiel, das ist das nächste Schiff ja, haben wir euch auch schon vorgestellt hier auf dem Kanal. Da haben wir dann immer schon zwei Läufe und das ist dann wirklich ein bisschen, ja, beschissen, um es mal so auszudrücken. Gut, gehen wir dann weiter. Torpedowerfer. Wir haben 2x5 Rohre und da kann man zu sagen, ihr könnt die Torpedos hier wieder einzeln abwerfen. Ja, also ihr habt 10 einzelschießbare, abfeuerbare Torpedos, die auch einen vernünftigen Schaden haben. 15.733 Damage ist eine ganz angenehme Damage-Zahl, muss ich sagen. Ist nicht die beste, aber bei weitem auch nicht die schlechteste. Ist ein gutes Mittelfeld und das macht schon Laune. Was kann man noch sagen? Nachladezeit der Torpedowerfer, 120 verfickte Sekunden. Entschuldigung für das Wort, aber es dauert 2 Minuten, bis die Sachen wieder nachgeladen sind. Das ist wirklich nervig. Dazu sind die Torpedos nicht gerade besonders schnell.
Die sind nur 59 Knoten schnell und kommen auch nur noch 7 Kilometer. Ihr seht es hier. Das heißt, ihr habt effektiv einen Speckgürtel, wenn wir die nachher auf Tarnung gebaut haben, von einem Kilometer, wo ihr nicht aufgeht, wo ihr Torpedos abfeuern könnt. Das ist nicht viel, das geht im Gefecht ganz ruckzuck, habt euch verschätzt, das passiert mir ständig, ja, und schon seid ihr quasi in Sichtweite des Schiffes, was ihr eigentlich torpedieren wollt, das weicht aus und die Geschichte hat sich schon wieder eben gegessen. Ist nicht einfach zu fahren, muss man sich wirklich darauf spezialisieren und vergesst nicht, kommt ihr in höherstufige Gefechte, hat sich dazu sowieso alles relativ schnell gegessen, weil ihr viel zu zeitig aufgeht mit 6 Kilometer und in der Regel alle anderen DDs um euch herum, T7, T8, also gerade ab T8, wenn ihr in T8-Gefecht landet, sind alle Zerstörer eigentlich um euch herum fast alle später sichtbar als ihr. Ja, also die Lightning geht auf 5,5 Kilometer auf, die ballert euch einfach so weg, da habt ihr noch nicht mal Arm gesagt. Ja, das ist wirklich, wirklich eben schwierig. So, kommen wir zur Flugabwehr, die können wir hier eher dann vernachlässigen. Ist wirklich ein schmaler Wert, alle anderen DDs sind ähnlich auf T6, außer bei der Farragut, die ist schon dann deutlich besser bei der Flugabwehr. Das ist so eine typisch amerikanische Eigenschaft. Eine Sache habe ich noch vergessen, bevor wir zur Manövrierfähigkeit kommen. Die Panzerung habe ich euch noch nicht gezeigt, die existiert quasi nicht. Wir haben hier 16 mm Panzerung überall, also von daher ist wieder eine dickere Aluminiumblech und das war es eigentlich, auch wenn es hier eigentlich Stahl ist. Kommen wir zur Manövrierfähigkeit im Vergleich. Wir haben 35,5 Knoten bei der Icarus, 36 bei der Gallant, 36,5 bei der Farragut, also ist da ein Knoten weniger. Da möchte man aber ganz doll dazu sagen, habe ich eben schon angesagt gehabt, das Schiff hier hat keinen Motorboost. Das bedeutet, ihr kommt nicht mehr als diese 35,5 Knoten. Mit der Flagge Sierra Mike kommt ihr dann noch ein bisschen höher. Ich zeige es euch gleich. Aber ihr müsst mit den Geschwindigkeiten auskommen. Ihr könnt halt nicht nochmal schnell irgendwie einen Motorboost reindrücken, um sich von einem Gegner zu entfernen, um schnell von einer Kartenende zum anderen Kartenende zu kommen, weil die Schlacht sich verlagert hat. Wie auch immer, so eine Sachen, ihr müsst euren Angriff besser vorplanen. Wendekreis mit 540 Meter, recht angenehm zu fahren. Das muss man sowieso sagen, das Schiff ist generell recht wendig, es ist agil. Das macht an dem DD auf jeden Fall eine Menge Spaß. Die Gallant hat einen ähnlichen Wendekreis, also um nicht zu sagen den gleichen. Die Farragut hat einen 20 Meter größeren Wendekreis. Ruderstellzeit sind hier jeweils 3 Sekunden. Das ist bei der Gallant ebenso und bei der Farragut, die ist ein Ticken schneller, die Ruderstellzeit, die hat 2,7 Sekunden. Zur Verborgenheit kann man sagen, Standardwert sind 6,8, 3,3 zur Luft und 2,4 beim Schießen aus dem Nebel. Das ist bei der Gallant bis auf die Lufterkennbarkeit genauso. Die Gallant geht in der Luft sogar früher auf, also wird aus der Luft auf 3,4 Kilometer entdeckt. Alle anderen Werte sind identisch. Und dann können wir uns nochmal die Farragut angucken. Die geht 7,6 Kilometer weit auf, also dann doch wieder 800 Meter weiter. Kann dafür aber weiter schießen. Lufterkennbarkeit 3,4 und 2,8 aus dem Nebel. Also da, die Farragut ist nicht so gut verborgen wie der britische DD. Das ist auch generell so die Taktik der Briten, ne? Also die Verborgenheit ist ganz gut, aber ihr habt jetzt keine, gerade auf dem ersten Bereich, keine Spitzenwerte bei der Artillerie oder bei den Torpedos. Da gibt es eben Boote, die jeweils irgendwas besser können. Die Japaner sind gute Torpedoboote, die Amerikaner sind gute Gunboote, genauso wie die Russen gute Gunboote sind in der Regel. Ja, das ist eben was. Die Deutschen sind auch so ein Mittelwert eigentlich wie die Briten. Ja, das ist eben schwierig, sage ich jetzt einfach mal, da den richtigen Platz im Gefecht immer wieder zu finden. Kommen wir dann zu den einbaubaren Verbrauchsmaterialien, bevor wir zu den Verbesserungen kommen. Ihr habt hier ein Schadensbegrenzungsteam, wieder 60 und 40 Sekunden Ladezeit jeweils. 5 Sekunden ist diese Schadensbegrenzungsteam aktiv, um euren Brand, Wassereinbruch oder eben irgendwelche Kanonen oder was ist eh nicht was zu schneller zu reparieren. Das könnt ihr alles damit machen. Dann Nebelerzeuger habt ihr hier auch natürlich auf dem Boot, aber die Dauer der Nebelwand, die ist zu beachten. Die Nebelwand dauert auch wie bei der Acasta schon nur 40 Sekunden und der Nebelwerfer ist für 10 Sekunden aktiv. Und dann dauert es 90 respektive 70 Sekunden, bis ihr den Nebel wieder benutzen könnt. Ihr seht schon, die Aufladungen sind höher als bei anderen Schiffen. Das liegt aber daran halt, dass ihr halt eine kurze Nebeldauer habt. Das heißt, das sind perfekte Fluchtschirme. Ja, wenn ihr zum Beispiel doch relativ weit nach vorne gefahren seid und dann plötzlich unter Beschuss geratet, könnt ihr den Nebel legen und dabei flüchten.
Und ihr könnt diese Wand quasi erstmal zum Verstecken benutzen, beziehungsweise einfach, um irgendwas zwischen euch und dem Gegner zu bringen, wenn da kein Radar existiert. Ja, dann würdet euch helfen, um den Gegner zu verwirren und euch zu verschleiern. Das ist so der Sinn. Eigentlich ist es kein Nebel, in dem man sich reinstellt und daraus schießt. 40 Sekunden ist so eine Sache. Das ist nicht besonders lang. Auf der anderen Seite sorgt es auch dafür, dass ihr eben halt nicht ewig im Nebel steht und ihr dann wegtorpediert werdet. Und dann gibt es noch eine zweite Waffe, die gegen Torps hilft, nämlich eure hydroakustische Suche. Und die hat in sich Ortung von Torpedos auf 3 Kilometer Entfernung um euer Schiff herum. Das heißt, ihr versetzt euch damit in die Lage, sehr, sehr früh Torpedos aufzuklären. Und vor allen Dingen die Wirkungsdauer des Verbrauchsmaterials ist gigantisch. Ja, 180 Sekunden ist dieses Verbrauchsmaterial aktiv, das sind 3 Minuten und die Aufladung beim Standardverbrauchsmaterial sind wieder 3 Minuten und beim Premiummaterial sind 2 Minuten. 2 und 3 Aufladungen, also das ist schon eine schöne, angenehme Waffe. Nur Schiffe werden nicht sehr früh aufgeklärt, da ist der deutsche Hydro zum Beispiel stärker. Ihr habt hier eine Ortung von Schiffen von 3 Kilometern. Es geht hier nur darum, eure Flotte vor Torpedos zu schützen. Und deswegen könnt ihr soweit auch Torpedos aufklären. Deswegen auch wieder der Charakter defensiver Zerstörer. Da zieht sich hier durch die Reihe. So, gehen wir dann weiter. Welche Verbesserungen sollten wir einbauen? Wir sollten hier natürlich sofort Hauptbewahrungsmod 1 einbauen. Ihr benutzt eure Guns, also eure Türme und eure Torpedowerfer. Und die schützt ihr damit vor Systemausfällen und die Reparaturzeit wird reduziert. Von daher allererste Wahl. Hilfsbewaffnung habt ihr quasi nicht, von daher macht das auch keinen Sinn. So, dann Schadensbegrenzungsteam, Modifikation 1, Antriebsmod oder Steuergetriebemod. Für mich gibt es hier nur die Wahl Antrieb oder Steuergetriebemodifikation, um eure Wahrscheinlichkeit der Ausfälle noch weiter zu senken. Ich gehe hier auf Antriebsmodifikation. Zum ersten Slot kann man auch sagen, die Magazinmodifikation würde ich hier nicht einbauen. Ich würde das immer mit einer Signalflagge machen. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. So, Slot 3, Zielsystemmodifikation, ganz klar. Ihr braucht schneller drehende Torpedowerfer, um schnell mal verschiedene Ziele zu bekämpfen. Und die Streuung der Hauptgranaten, also der Hauptbatteriegranaten, wird um 7% horizontal reduziert. Wir haben jetzt eine Streuung von 102 Meter auf maximale Kampfentfernung von 11,6 Kilometer. Und wenn wir hier die T-System-Modifikation einbauen, dann haben wir plötzlich nur noch 95 Meter. Das ist dann doch schon wieder ein ganz guter Wert, den man da gewinnt. So, und dann kommen wir zum letzten Slot und hier ist ganz klar die Steuergetriebe-Modifikation zu wählen. Die Antriebsmodifikation ist hier nicht verfügbar. Bei anderen Schiffen ist sie verfügbar. Warum nicht? Die britischen Zerstörer haben hier den Antritt, die Beschleunigung der britischen Kreuzer geerbt. Also ihr fahrt schneller von der Stelle los und verzögert auch wieder schneller, wenn ihr den Fahrt rausnehmt. Das heißt, ihr seid sozusagen ein Startass sozusagen. Daher ist die Antriebsmodifikation hier nicht mehr verfügbar, um euch nicht noch mehr Vorteil zu geben. Das werdet ihr merken, wenn ihr die britischen DDs fahrt. In der Beziehung sind sie ziemlich cool, um halt schnell mal aus dem Nebel raus, wenn Torpedos kommen, oder euch in die richtige Richtung, wenn Torpedos kommen, zu bringen. Das macht dann hier schon richtig Laune. So, dann kommen wir zum Äußeren. Fangen wir vorne mit der Tarnung an. Wenn ihr die Icarus im Hafen habt, dann könnt ihr eine Premium-Tarnung kaufen, wenn ihr möchtet. Müsst ihr aber nicht. Typ 16 nennt sie sich. So sieht sie aus. Ich zeige sie euch nochmal. Ja, ist jetzt nichts Besonderes. Bringt euch 10% auf die Wartungskosten, 50% mehr EP je Gefecht und dann die Standardwerte Erkennbarkeit zu Wasser minus 3, Streuung der Granaten plus 4. Ich mache jetzt einfach nur, um diesen statistischen Wert mitzunehmen, erstmal hier eine Lackierung rein. Ja, damit wir nachher auch sehen können, wie weit wir dann hier runterkommen. Wir haben jetzt schon 200 Meter gewonnen. Ihr werdet also 200 Meter weniger zeitig entdeckt. Ja. So, dann kommen wir zu den Signalen. Welche Signale sind hier sinnvoll? Ich hatte schon gesagt, ihr habt eine Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Wir wollen die weiter steigern. Das ist eine eurer wichtigsten Waffen. Brandwahrscheinlichkeit. Das zieht sich ja durch die britischen DDs, die britischen Schlachtschiffe sozusagen auch auf die britischen DDs. Ja, und dann seid ihr nämlich schon mit den beiden Flaggen bei 9% Brandwahrscheinlichkeit. Dann macht es durchaus Sinn, hier Juliet Whisky Una One einzubauen, um die Wahrscheinlichkeit eines Wassereinbruchs bei dem Gegnerschiff zu verursachen. Um 15% steigt, das solltet ihr machen, dann solltet ihr einbauen.
November Foxtrot, Ladezeit des Verbrauchsmaterials, also euer Nebelwerfer schneller parat, euer Schadensbegrenzungsteam und eure Hydroakustik könnt ihr schneller wieder benutzen. Die Abklingzeit sozusagen verringert sich. Dann natürlich Sierra Mike, um eure Höchstgeschwindigkeit von 35,5 auf 37,3 zu steigern. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann sehe ich immer noch als ganz wichtiges Signal hier Juliet Charlie, um die, das Risiko einer Magazindetonation komplett zu egalisieren oder wie man das auch immer dann nennen möchte, zu entfernen. So ist das richtige Wort. Das ist, denke ich, eine sinnvolle Sache. Die beiden Flaggen machen von meiner Warte nicht so viel Sinn. Vielleicht noch die Brandbekämpfung, wenn man öfter brennt. Allerdings operiert ihr ja eigentlich viel aus dem Verborgenen. Ihr werdet nicht so häufig brennen in der Regel, wenn ihr den DD dann sozusagen richtig fahrt. Und Wassereinbruch macht gar keinen Sinn auf diesem Dampfer, weil ihr in der Regel mit einem Torpedo sofort raus seid aus dem Gefecht. Solltet ihr ein Torpedo schlucken. Ja, nur wenige Stellen bei dem DD, was euch quasi, wenn der ganz weit vorne oder ganz weit hinten einschlägt oder so, dann habt ihr in der Regel noch ein bisschen Spielraum. Alles andere sind ökonomische Signale, da gehen wir jetzt nicht weiter drauf ein, weil das müsst ihr dann halt dementsprechend einschätzen, welche Flaggen ihr da gerade von braucht. So, oder Signale besser gesagt. Flaggen habe ich hier keine weitere, die irgendwelche Werte verändern. Ich habe hier nur die First League Flagge noch drauf, um da ein bisschen Creditpunkte zu sparen, wenn ich mit dem Schiff unterwegs bin. Nächster Punkt. Kapitän. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Jack Dunkirk. Der ist jetzt allerdings nicht für dieses Schiff ausgerüstet, weil für dieses Schiff würde ich anders skillen. Einen Ticken anders skillen zumindest. Aber ihr müsst natürlich sehen, dass ihr die Icarus irgendwie durchspielt und dann kommt er ja schon zu Jarvis und danach kommt er zur Lightning. Und ich riste meine Kapitäne in der Regel immer schon so auf, dass ich versuche, da halt so den Kapitän in eine Richtung zu bringen, dass ich da nicht mehr so häufig umskillen muss. Ja. Fangen wir aber gleich oben an. Wir haben hier als erste Zwangsskill meiner Meinung nach vorrangiges Ziel. Wenn ich aufgehe, möchte ich wissen, wie viele Leute auf mich schießen. Es gilt wie bei den anderen Schiffsvorstellungen, was ich euch schon gesagt habe, bei den britischen DDs, immer vorrangiges Ziel als erste Skillfähigkeit. Als zweite Skillfähigkeit, ihr seid ein DD, ein Pflichtskill, da gibt es gar keine Kompromisse, ist eigentlich mit letzter Anstrengung. Wenn eure Maschinen oder Steuergetriebe irgendwie einen Ausfall erleiden, dann funktionieren sie mit einem Malus weiter. Ja, das heißt, ihr werdet ja viel mit HE-Granaten beschossen. Das ist sehr wahrscheinlich, dass euer Ruder oder eure Maschinen da mal ausfallen. Und so könnt ihr euer Boot weiter manövrieren und auch weiter an Geschwindigkeit aufrechterhalten, obwohl sie eigentlich ausgefallen wären. Das ist ein ganz wichtiger Skill. Dann kommen wir zu dem dritten Skillpunkt, wenn ihr quasi soweit seid, wenn ihr das freigeschaltet habt, dann die Schießgrundausbildung. Meiner Meinung nach der nächste große Punkt. Ihr gewinnt an Nachladezeit. Also jetzt sind da nicht mehr 5 Sekunden, sondern nur noch 4,5 Sekunden Nachladezeit. Und das kann kann die Entscheidung ausmachen, wenn ihr auf der gleichen Tierstufe kämpft, dass ihr ein bisschen schneller nachladen könnt und deswegen mehr Schaden macht. Und wenn ihr dann bei der unteren Reihe ankommt, solltet ihr in der Reihenfolge übrigens auch skillen, ist meine Meinung zumindest, dann auch gleich den Tarnungsmeister reindrücken, damit ihr dann nämlich eure Sichtbarkeit auf 6 Kilometer gesamt runter bekommt. Und dann sind wir bei diesem, wie schon besprochenen, 1 Kilometer Speckgürtel zum Torpen, Verdecktorpen. Und das ist eine ziemlich coole Skillung, also mir macht die so Spaß. So, und dann kommen wir zu den optionalen Geschichten. Ich habe jetzt hier Grundlagen der Experte der Überlebensfähigkeit geskillt, um meine Trefferpunkte pro Tierstufe zu erhöhen. Das wirkt natürlich auf T6 nicht so stark wie auf T10. Auf T10 wären es 3500 Punkte und auf den Tierstufen darunter dann halt eben entsprechend weniger. Das ist aber halt schon auch drin, weil der Kapitän halt auch auf der Lightning seinen Dienst tut. Dann IFAE. Macht das hier Sinn? Macht das hier keinen Sinn? Große Frage. Ihr habt eine sehr hohe Brandwahrscheinlichkeit. Mit den Flaggen landet ihr bei 9%. Ich würde IFAE auf jeden Fall skillen. Ihr nehmt dann nämlich 1% weniger Brand. Also ihr verliert 1% Brandwahrscheinlichkeit, habt dann wieder 8%. Dafür durchschlagt ihr aber 30% mehr Panzerung. Jetzt kann man zu den Granaten Folgendes sagen. Ihr habt 120 mm, aber ihr habt nur ein Sechstel Penetration. Das heißt, das Kaliber durch 6 sagt euch, wie viel Millimeter ihr durchschlagen könnt. Das sind nach Adam Riese dann 20 Millimeter. Man muss aber in dieser Kalkulation immer noch 1 Millimeter abziehen, weil diese 20 Millimeter sind eben die Splitterschwelle. Und dann zieht ihr 1 Millimeter ab und diese Panzerung durchschlagt ihr sicher. Nämlich 19 Millimeter ist das hier der Fall. Und wenn ihr EFAE raufskillt,
könnt ihr dann wieder 30% mehr durchschlagen. Und das sind nach Adam Riese dann 26 mm. Auch da Splitterschwelle 1 mm abziehen, seid ihr bei 25 mm, die ihr sicher durchschlagen könnt. Und damit trefft ihr zum Beispiel auch die Bayern am Vorderdeck und am Hinterdeck. Ihr könnt auch die Giulio Cesare zum Beispiel, das sind so Schiffe, die mir gerade einfallen, am Vorder- und am Hinterdeck penetrieren. Das könnt ihr vorher nicht. Und nur dadurch könnt ihr es. Das heißt, die Fläche, mit denen ihr, wo ihr Beschädigungen bei anderen Schiffen machen könnt, vergrößert sich. Und damit macht ihr einfach viel mehr Schaden. Und auch im direkten Kampf mit einem feindlichen DD machtet eben den Unterschied aus, ob ihr EFAE geskillt habt oder nicht. Auch wenn ihr vorher schon penetriert, in der Regel ist es so, dass der Schaden, den ihr macht durch EFAE auf anderen Zerstörern, dadurch größer ist. Und deswegen lege ich euch das an Herz, weil ihr nämlich in der Tierstufe hier eher noch ein Gun-DD seid, meiner Meinung nach, auch wenn ihr verdeckt torpen könnt. Ihr könnt nichts richtig, muss man einfach so sagen. Ihr seid keine super spezialisierten DDs, also die nur Gun können oder eben nur Torps. Ihr seid irgendwo da in der Mitte und müsst euren Platz finden, eher im Verteidigen eurer eigenen Flotte oder im Verteidigen von Caps. Das ist vielleicht, was man auch dazu noch sagen kann. Wie gesagt, die beiden Punkte sind auf jeden Fall eine Überlegung wert. Was auch noch eine Überlegung wert ist, ist hier Torpedobewachungskompetenz. Bei 2 Minuten Nachladezeit kann man schon mal seine Torpedos um 12 Sekunden reduzieren in der Nachladezeit. Ihr könntet hier auch den Sprengmeister skillen, wenn ihr irgendwie den Experten der Überlebensfähigkeit hier nicht mit reinbasteln wollt. Dann gewinnt ihr wieder 2% Brandwahrscheinlichkeit. Halte ich aber nicht für so sinnvoll, gerade weil Brand RNG-lastig ist und dafür 3 Skillpunkte zu opfern, wir sehen nicht, ob das so gut ist. Im oberen Bereich, meiner Meinung nach, Adrenalinrausch kann man sich überlegen und ganz entscheidend für meine Begriffe, gerade auf der niedrigen Tierstufe, wenn ihr hier irgendwie Skillpunkte übrig habt, Elite-Stütze. Damit kriegt ihr eure Turmdrehzeit deutlich nach unten korrigiert, weil ihr nämlich 3 Grad pro Sekunde euren Turm drehen könnt und deswegen dann einfach die Türme schneller im Ziel habt. Ja, und das war es eigentlich schon, was wirklich richtig Sinn macht. Man könnte jetzt hier überlegen, verbesserte Schießausbildung, dann kommt ihr noch weiter, nämlich 20% weiter mit euren Kanonen. Aber ehrlich gesagt, der Schussbogen ist so riesig, ja, da sind die Mumpeln 15 Sekunden unterwegs oder so. Es ist sehr, sehr schwierig, auf 14 Kilometer oder 13 Kilometer dann noch vernünftig Ziele zu treffen. Das ist auf 12 Kilometer schon so ein gewisses Problem. Also auf 11,6 kommt das Schiff. Ja, also da muss man dann schon wirklich vernünftig vorhalten. Und was auch Sinn macht, wenn ihr euch auf DD-Jagen konzentrieren wollt, Funkortung. Dafür ist der DD aber nur auf seiner eigenen Tierstufe vernünftig geeignet. Sobald es eine Tierstufe höher geht, habt ihr in der Regel sehr, sehr schlechte Karten gegen eure Gegenspieler. Ja, und im oberen Bereich kann man hier noch eventuell die präventiven Maßnahmen mitnehmen, um weniger Ausfälle eurer Module an den Schiffen zu haben. So, und das war es eigentlich schon, die Übersicht, die man hier, was man hier skillen kann. Eventuell, eine Sache fällt mir gerade noch ein oder sehe ich gerade noch, eventuell 1000 Sasser, um die Ladezeit des Verbrauchsmaterials noch weiter runterzubringen. Das heißt Nebelwerfer, zusätzlich zu der November Foxtrot-Flagge könnt ihr dann den Nebelwerfer noch schneller den Schadensbegrenzungsteam Verbrauchsmaterial und eben die Hydroakustik schneller wieder einsetzen. Das ist vielleicht auch noch eine Überlegung eben wert. Nebelwandexperte, ja, ich weiß nicht, ob, also, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn. Klar ist die Nebelwand größer, aber ich würde es wahrscheinlich nicht skillen. Der Nebel steht viel zu kurz, ihr werdet den Nebel viel zu wenig nutzen in der Regel. Das ist nicht so sinnvoll, dafür 2 Skillpunkte zu investieren. Ich denke, dass so eine Skillung hier schon gar nicht so schlecht ist. So, kommen wir kurz zu den Pros und zu den Cons. Was ist hier besonders mir positiv aufgefallen? Positiv aufgefallen ist mir die große Wendigkeit des Schiffes, also sehr, sehr angenehm, kurzer Wendekreis, eine sehr gute Beschleunigung, gute Ruderstellzeit. Ihr seht es ja hier, 2,4 Sekunden mit dem Modul. Ja, ihr habt einzelabwerfende Torpedos sozusagen, ihr habt 10 Torpedos, die ihr einzeln benutzen könnt, ihr habt eine hohe Brandwahrscheinlichkeit und ihr habt so einen Fluchtschirmnebel. Das sind eigentlich diese Sachen, die ich richtig, richtig gut finde, dass ihr euch wieder zurückziehen könnt, relativ schnell wieder zurückziehen könnt aus eurem Gefecht. Was ist der Nachteil? Der fehlende Motorboost ist für mich ein Riesennachteil, um halt, wenn man sich verschätzt hat, schnell wieder vom Gegner wegzukommen, weil es durchaus schon Kreuzer gibt, die eine relativ hohe Geschwindigkeit fahren können und euch dann das Leben schwer machen. Dann die langsame Turmdrehzeit ist ein Riesenproblem. 18 Sekunden, das ist wirklich schon anstrengend. Und dann haben wir noch die lange Nachladezeit der Torpedowerfer. 2 Minuten
ist ja nie konkurrenzlos, kann man nicht sagen. Das ist so eher das Entgegengesetzte. Es ist schon sehr, sehr langwierig und selbst die amerikanischen Torpedowerfer sind schneller wieder parat und auch die japanischen sind in der Regel schneller parat. Also, prinzipiell ist es eben ein absoluter Mischt-Idee. Ja, man muss in ein T5-Gefecht kommen, oder T6-Gefecht besser gesagt, ist ja ein T6-Schiff. Damit ist man dann eigentlich einigermaßen konkurrenzfähig. Wenn nicht, dann wird es schon richtig, richtig schwierig mit dem Ding, richtig anstrengend. Ja, ich weiß nicht genau, was ich davon halten soll. Ich habe irgendwie, ich gebe dem so Note 2,5 bis 3,5, also befriedigend vielleicht. Ja, und man muss ja schon wissen, was man tut und die Situation. Man muss Glück haben bei der Einschätzung der Situation halt auch ein bisschen. So, und das soll schon gewesen sein von der Schiffsvorstellung von der Icarus. Ich hoffe, ihr konntet euch so ein bisschen über den Weg helfen, über die Straße helfen, wie man damit anfängt, was man so ein bisschen bedenken sollte bei der ganzen Geschichte oder ob man die DD vielleicht sogar überspringt mit Free XP, weiß ich nicht, müsst ihr wissen. Die Jervis macht definitiv viel mehr Spaß als die Icarus. Das muss ich trotzdem, möchte ich trotzdem einmal gesagt haben. Da merkt man dann schon, in welche Richtung die britischen DDs gehen. Bei der Icarus ist das noch nicht so ganz so richtig so doll der Fall. Und die Jervis, die kann einfach auch schon gegen andere DDs der höheren Tierstufe besser bestehen. Also, von daher, ich wünsche euch viel Erfolg, immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel und dann sehen wir uns in den nächsten Videos, im nächsten Livestream hier auf dem Seagrotz-Kanal. Haut rein, wünsche euch was, bis dann, ciao, ciao. Seagrotz.